Herzlich willkommen zum ersten Playoff-Spiel unserer New York Rangers in dieser Saison. Die Buffalo Sabres sind zu Gast. Wir haben das Heimrecht im heimischen Madison Square Garden. Sowohl organisatorisch als auch rückblickend auf die ganze Saison habe ich am Ende der letzten Folge einiges gesagt. Nicht nur am Ende, innerhalb der ganzen letzten Folge. Das heißt, ich wollte hier nicht so viel erzählen. Das habe ich schon in der letzten Folge gemacht, was hier alles an Änderungen im Gegensatz zur regulären Saison auftritt. Deswegen... Wir wollen uns nämlich hier komplett auf das Spiel konzentrieren. Ihr merkt es schon, wenn ich rede, dann geht nicht mehr allzu viel im Hintergrund. Ja, Fakt ist, mit unserem virtuellen Kader sind wir hier eindeutig in die Playoffs eingezogen. Aber zuletzt haben wir einen Schwierigkeitsgrad gefunden, auf dem es sehr ausgeglichen war. Und da ist es egal, wie gut wir die Saison gespielt haben, es wurde alles resettet. Jetzt kommt es auf den Kampfgeist drauf an. Steht man hinten gut, trifft man vorne die Tore. 4 Minuten Drittellänge ist jetzt... Der aktuelle Status, bisher waren es ja nur 3. Und unser virtueller Captain Ryan McDonagh skatet hier schon im heimischen Madison Square Garden über die Eisfläche. Sein Team steht hinter ihm. Und dann schauen wir mal, ob das hier heute was wird mit dem ersten Sieg der Serie oder ob wir in Rückstand geraten. Kann ja wegweisend sein. In Goal, Number 30, Henrik Lundqvist. Hängt bei mir auch hinten in der Tür im Winter Classic Jersey. Genau, noch einmal schnell überprüfen. Laufen alle Aufnahmen. Ja, wir sind bereit. Henrik Lundqvist macht sich auch nochmal zuletzt warm hier. Robin Lehner, bisher ein Spiel in den Playoffs in seiner Karriere gemacht. Das hat er verloren und hoffentlich kommt auch heute aus unserer Sicht kein Sieg dazu. Nash, Zibanejad, Zuccarello. So sieht unsere erste Reihe aus. Zibanejad gegen Eichel, Eröffnungsbully und die Playoffs. Sie laufen. Bully gewinnt für uns. Und vor allem auch leichte Umstellung für uns. Im letzten Spiel habe ich hier die... Also ich erinnere, hinten. Nash! No, den wollten wir noch vom Goalie reinbangen. Und Brady Shell direkt zu Beginn mit der Herkulesaufgabe. 2 gegen 1, aber die Mitspieler rücken gut nach. Oh, spielt das gut hin und her. Und Lundqvist hält den Puck erstmal fest. Wir sahen die erste 1,5 Minuten hier. Ja, was ich noch sagen wollte, die Sicht haben wir verändert. Wir haben 81 Spiele in einer anderen Ansicht gemacht als jetzt. Das ist eine kleine Umgewöhnung. Aber ich habe mir gedacht, für die Playoffs, wir erhöhen die Drittellänge. Dann wollen wir auch ein bisschen näher am Spielfeld sein. Die Sicht ein bisschen weiter unten. Ich hoffe, meine Übersicht ist dadurch nicht allzu sehr eingeschränkt. Ansonsten muss ich wieder runtergehen. Guck mal, Nash ackert nach, hat den Puck. Kaur konnte ihn vielleicht sogar schon vorlegen. Aber lieber mal gelassen. Jetzt ist vorne viel Gewühl. Und das brauchen wir auch, um zu treffen. Wir brauchen Verkehr vom Tor. Der Goalie muss Schwierigkeiten haben, den Puck hier zu tracken. Der Slot muss besetzt sein, im Slot herrscht Krieg. Dann machen wir die Tore. Hayes, Kreider, Buchnevich, unsere Producer-Reihe. Hayes und Kreider punktgleich die Saison beendet als Topscorer. Kreider hat sich endgültig durchgesetzt, weil er einfach mehr Tore hatte. Da hätte ich vielleicht schon in die Mitte spielen können, aber wir müssen nicht immer alles überhasten. Wir wollen uns auch festsetzen. Schön gelöst, vorm Tor, 2 Spieler von uns. Sicht mir noch, Buchnevich geht weg, aber safe von Robin Lehner. Guter Beginn für ihn. Abgelegt. Hayes kriegt ihn nicht. Und da spitzeln wir den erstmal weg. Ja, das ist keine Abseitswarnung oder was? Haben die den reingebracht? Naja gut, hat das Spiel vielleicht nicht erkannt. Ich habe den gestochert. Und Shay hinter das Tor. Ah, vielleicht auch mal dran drücken dann. Das machen wir sonst relativ wenig. Ah, das war doof. Eichel. Oh, und der geht knapp dran vorbei. Das hätte schon sein können. Ein Fehler. Bogosian. Boah, Shay blockt den mit dem Kopf. Den hat aber ganz schön hoch geschossen. Nicht gut gezielt. Da kommt der Pass in die Mitte und schön in das Tor gelenkt. War zwar knapp, aber Brady Shea mit solider Defensivarbeit hier zu beginnen. Kann jetzt wechseln gehen, hat glaube ich bisher durchgespielt. Buchnevich auf Chris Kreider. Zurück zu Buchnevich, schön gerannt. Oh, und was ist Safe von Robin Lehner? Das wäre ein wunderschönes erstes Tor der Playoffs geworden. Buchnevich lange nicht mehr getroffen. Oh, wieder schöner Safe. In der regulären Saison hat viele Punkte, auch viele Assists, aber sein Tor, das hätte er ja gut und gerne mal machen können. Kreider holt sich den. Hat JT Miller mit dabei und der Schläger bricht. Also ein bisschen Pech gehört hier auch dazu. Und ein guter Robin Lehner verhindert bisher unsere Führung. Wobei auch wir hatten hier schon 2 brenzlige Aktionen, wenn die Pässe da durchkommen und der Schuss durchkommt. Dann brauchen wir uns auch nicht wundern. Also denke ich ausgeglichen hier. Wieder auf Buchnevich. Oh, den verpasst er, schade. Ausgeglichen hier, spannendes erstes Spiel. Jetzt Buchnevich. Oh, und auch der von der Schulter hochgeprallt. Die Schulter ja schwierig für den Goalie. Er muss die Schulter hochziehen. Mit der Hand ist er nicht schnell da. Den Kopf rüberzulegen, das ist schwierig. Also wenn man da platziert schießt, kann schwierig sein, hat JT Miller in der letzten Folge ja bewiesen. Die Flyers haben von ihm so ein Tor kassiert. Und bloß keine Strafen. Ja, das ist wichtig. Die Ansicht aber ansonsten gefällt mir bisher. Ich habe Übersicht, wie ich sie brauche.
Mal gucken, ob vielleicht noch Situationen entstehen, wo die nicht ausreicht. Grabner mit einem wunderschönen Block, der kommt trotzdem vor. Da müssen wir aufpassen, weil die können immer abgefälscht werden. Der Schuss kann noch so harmlos werden, wenn er abgefälscht wird. Kann er reingehen. Und wieder von Rebel Inner and Safe. Das war ein riskanter Pass von uns. Der Schuss vielleicht nicht zwingend genug platziert. Aber es ist doch ärgerlich, dass der nicht über die Linie geht. David Dehane holt das Booty. So kennen wir das von ihm. Bester Booty-Schütze über die Saison hinweg. Der Schuss geht daneben. Carry auf Dehane. Ah, da ist er ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Vielleicht der Schuss jetzt nicht allzu gut. Jurgensons kommt da raus. Obwohl wir da zweimal nachgesteuert haben. Max Zoll geht raus. Schön verteidigt. Schläger annehmen und Puck holen. Puck holen vergessen. Wir gehen mit durch den Slot hier. In der Mitte auf den Pass aufpassen. Zu viel Platz, Jiri Adler. Aber kommt nicht richtig zum Schuss. Wie sie auf der Herne und raus auf Carry. Halten den wieder erstmal. Riskant rausgebracht. Zuccarello aus der ersten Reihe ist da. Rom zu Zibanejad. Carry, komm. Shattenkirk vom Tor ein bisschen Bewegung. Oh, Zuccarello war da. Und der Puck nicht sicher. Die nächste knappe Aktion. Nur noch 2,5 Minuten gerundet. Schön geholt hier, rausgespielt. Dass der den nicht kriegt, wundert mich. Und Henrik Lundqvist mit dem ersten Save. Krassen Save der Playoffs von ihm. Wichtig, schön, wie er da seine Fanghand rauskriegt und die Schüsse blocken. Aber ging vorbei. Haben Block da nicht gekriegt. Nash zusammen mit Zuccarello. Vielleicht mal den Schuss wagen. Und jetzt nochmal. Kommt er nicht dran. Aber guck mal, Nash, wenn du den gegen dich spielen hast, wenn der Stocher hat, da ist fast jeder Puck weg. Die letzten 10 Sekunden laufen. Das sind jetzt echte Sekunden. Müssen wir aufpassen. Der ist nochmal gut durch. Der passt den rüber und Lundqvist macht die Ecke zu. Über die Saison hinweg haben wir da viele Gegentore gekriegt, weil die einfach ins kurze Eck gegangen sind. Und Lundqvist macht jetzt in den letzten 2 Minuten hier zweimal sehr gut dicht. Obwohl, dieser wollte er direkt schießen. Hat er auch. 3:3, deswegen nach diesem Drittel. Aber sonst noch torlos. Also es ist ein interessantes erstes Playoff-Drittel. Wir haben ja über die Saison hinweg viele Tore geschossen. Das war sonst nicht so. In den 2 vorigen Saisons, die wir hier hatten. NHL 16 und NHL 17. Jetzt ist alles anders. Aber das erste Playoff-Drittel. Beide Mannschaften zwar gut nach vorne gespielt, aber die Goalies wollen jetzt hier mal zeigen, was sie drauf haben. Und das zeigen sie eindrucksvoll. Zibanejad kümmert sich darum, den Puck hier drin zu halten. Wird gecheckt. Und dann ist das ein riskanter Pass, da auf den fallenden Zibanejad zu passen. Aber alles gut gegangen. Jetzt müssen wir trotzdem verteidigen. Hat Zibanejad da gut mit ausgeholfen, war das, glaube ich. Und jetzt müssen wir vorhin. Ja, das reicht erstmal. Ich weiß nicht, ob Nash da dran war. Ich glaube nicht. Einfach ein ungenauer Pass. Kommt uns natürlich zugute. Oh, da kommt er wieder rein, aber abseits. Ich dachte, da können wir kontern. Da kam nur leider, wie gesagt, der Spieler der Sabres noch rein hat. Eichel, Okposo gegen Nash, Zibanejad, Zuccarello. Bulli für uns. Mika Zibanejad. Gewinnt das wieder nicht. Schade. Ja, da sind wir nicht die Stärksten. Da brauchen wir, wie gesagt, so ein Dejane. McDonough in die Schussbahn. Okposo, der kann lange zielen. Legt den ab. Und zum Glück bricht auch da der Schläger. Und das könnte unsere Chance sein. Der rennt blind nach vorne. Der rennt nicht mal den Schläger holen. Bogosian. Oh, wie haben wir denn da den Puck verloren? Ja, keiner vorm Tor. Der Schuss ist wegen harmlos. Aber der könnte gefährlich werden. Mal weiterhaken da. Nur keine Strafe. Oh, und Okposo ist durch. Naja, nicht ganz. Hat die Chance. Evander Kane. Will da über die Fanghandseite von Lundqvist gehen. Der sagt aber nein. Und die automatische Bewegung bringt den Puck da vors eigene Tor. Das hätte sich das Spiel sparen können. Ansonsten bisher fühle ich mich noch nicht betrogen. Alles so, wie es sein soll. Ja, da muss ich vielleicht schneller zum Abschluss kommen. Hayes! Und der bleibt wieder am Blocker hängen. Sehr aktiv da. Oh, riskanter Pass. Da blocken wir auch gut gegen. Schön Vucinevic. Und Hayes kann rein. Weil die anderen waren schon wieder raus. Smith vielleicht. Na, das war jetzt nicht die Bombe. Aber drüben zieht er sich raus. Hayes, oh, der fällt Kreider auch noch fast vor den Schläger. Reicht aber nicht. Also wir kommen hier besser aus dem Drittel, aber müssen. Also aus der Kabine, aber müssen aufpassen. Henrik Lundqvist, der rennt ganz schön in unseren Goalie rein. Schön von Jasper Fast hier. Hol dir den Puck auch noch. Oh, da kommt der raus. Jiri Hadler, das ist nicht gut hier gerade. Grabner kriegt den auch nicht. O'Reilly, der darf auf keinen Fall schießen. Der hat auch viel zu viel Platz. Schön von den Stürmern nachgehakt und Smith hat ihn. Oh, da lag ein Schläger, dadurch hüpft der Puck an und springt auch noch in eine ganz andere Richtung, als ich wollte. Zum Glück verpasst er den. Smith bei Akata Kane. Der macht zu viel hier gerade.
Keine Strafen. Oh, zum Glück verpasst er den. Auf beiden Seiten hier. Fast vielleicht jetzt. Grabner. Ah, kann auch nicht nachhaken. Hat es jedenfalls versucht. Die vierte Reihe. Vielleicht gewinnen wir einen Bulli. Offensivzone. Das ist gut. Schon 13 Paraden für Robert Lehner. Teilweise haben die 16 nach einem ganzen Spiel. Und obwohl wir die Drittlinge hochgestellt haben hier. Immer noch torlos. Und das wundert mich, denn beide Mannschaften hatten die Chancen. Das gibt keine Strafe, da haben wir Glück gehabt. Oder was heißt Glück gehabt? Finde ich eigentlich okay. Aber teilweise haben wir für die Aktion der Saison Strafen gekriegt. Wie sie? Oh, guck mal. Während des Pokechecks von Lennon schießt er da mit der Rückhand. Kann dem Goalie zum Verhängnis werden, wenn er das Pfeilvoll gerade offen hat. Also, Bulli ist jetzt 5 zu 4 für die Sabres. War ja erst noch 3 zu 2 für uns vor Ende des Drittels. Der, nee, und wieder bleibt er an der Schulter hängen. Das ist immer die Schulter oder der Blocker, der da gerade im Weg ist. Kämpfer, da gehen wir jetzt mal offensiv gegen. Ah, oh, da müssen die Stürmer dafür mit zurück. Carey macht das stark, aber trotzdem bleibt er am Puck. Lundqvist, unsere letzte Mauer hinten drin. Kämpfer schaltet sich ein. Lieber zurück zu Wiesi, der hält den. Ja. So souverän, wie ich das gesagt habe, war es gar nicht. Ja, den Schuss müssen wir lassen, denn daraus wird sofort ein Konter. Oh, hinten, der Verteidiger hat gerade gewechselt, da wollte ich ihn spielen. Das ist das Problem, das hätte ich jetzt bei der größeren Ansicht gesehen, die weiter oben ist. Und Shane muss mit zurück. Drüben den hat er blockiert, McDonough gegen den anderen. Vor, zu viel Platz. Oh, der war fast drin. Und auch da, gut, dass wir nochmal nachhaken, der wäre in die Kurzecke bestimmt gut reingegangen. Und da spielen die Sabres selbst sich den beim Eis, am ganzen Eis runter, das ganze Spielfeld entlang. Der ist aus dem Spiel, aber keine Spielverzögerung, war die gegnerische Hälfte von Delorier. Und unsere erste Reihe tritt jetzt gegen die dritte der Sabres an. Wird interessant gewechselt, das haben wir gewonnen, so habe ich das erwartet und jetzt geht's los. Nash und Zuccarello. Nash auf Zuccarello, schade. Das klappt nicht, letzte Minute läuft schon wieder. Nochmal aufpassen, das 2 zu 2 wenigstens jetzt in die dritte Pause retten. Wenn schon keine eigene Führung bei rausspringt. Schöner Check, war auch wieder fair. Sind frontal gekommen und nicht von hinten. Auch das haben wir über die Saison hinweg teilweise schlecht gemacht. Jetzt vielleicht der Tipp in von Sivanjad. Ja, das war ziemlich weit vom Tor entfernt. Auch ein riskanter Pass, den wir einfach nehmen mussten. Aufgrund der ablaufenden Zeit. Und es geht torlos ins letzte Drittel, liebe Freunde. Es bleibt weiterhin spannend. Und es ist absolut nicht offen, wer diese Spiele gewinnen wird. Und ich habe auch jetzt gerade mal Statistiken für die letzten Saisons erstellt. Die sind noch nicht fertig. Dann werde ich die nämlich veröffentlichen. So noch nicht. Aber über die Saison hinweg haben wir sehr, sehr wenig Overtime oder... Oh, der war fies für Lundqvist, weil wir den nur abgefälscht und nicht geblockt hatten. Wir hatten da, haben da sehr wenige Overtime- und Shootout-Spiele. Und gerade 2016 die Playoffs. Von 2017 weiß ich es noch nicht, da habe ich es noch nicht geguckt. Aber unsere 2016er virtuellen Playoffs, da ist er gefühlt über jedes zweite Spiel in die Overtime gegangen. Und hat sich da erst entschieden. Und ich weiß auch noch genau, dass ich da mal gesagt hatte... Oh, komm! Nein! Das hat dann vielleicht ein Tückchen zu lang gedauert. Zuccarello! Oh! War das der Pfosten? Ich weiß nicht, ich war zu laut. Brady Shea jetzt abfälschen. Oh, die Sichtbehinderung. Wie das der Blocker da. Was für eine Show hier von Robin Lehner. Naja, aber wie gesagt, 2016 sah oft in der Statistik halt, guter Save übrigens hier, sah da sehr eindeutig aus. Aber wenn man dann sieht, dass über die Hälfte aller Spiele in die Overtime gegangen sind, dann weiß man mal, wie knapp das eigentlich war. Aber auf dem Papier sieht man nur Sieg oder Niederlage. Das sind die Playoffs. Und dadurch sieht das für uns so eindeutig aus. Und dann komme ich immer in die Schuld, mich zu rechtfertigen. Ja, ich spiele doch gar nicht auf so einem einfachen Schwierigkeitsgrad. Nee, mache ich auch nicht. Aber ich habe halt die Overtimes immer gewonnen. Warum auch immer ich da dann so ein Glück hatte. Jetzt vielleicht Sivanjad für einen Tippin. Ah, da kommt er nicht dran. Ein Tippin kann man das auch schon fast nicht mehr nennen auf die Distanz. Oh, riskant. Bring nach hinten. Jawohl. Zuccarello dreht sich da selbst raus. Über Sivanjad. Jetzt Tippin Nash. Oh, kommt zweimal nicht dran. Und hinten aufpassen. Brady Shea, letzter Mann. Will den außen halten. O'Reilly verliert den Puck. Kommt nochmal dran. Das muss unser sein. Spielen die direkt rum. Genau, bevor da an die Bande gedrängt wird. Und Sivanjad wollte, glaube ich, wechseln gehen. Tief spielen. Okay. Ja, gut geholt. Oh, Glück gehabt, dass der Spieler der Sabres da nicht reagiert. Nein, da konnten wir nicht über die Mitte auslösen. Das war vielleicht zu riskant. Nee! Ich achte die ganze Zeit drauf und da lässt er sich fallen. Ach, schwalben sie sich hier zum Sieg.
Naja, aber das mit den Playoffs, was ich gerade gesagt habe, dass das so eindeutig aussieht, das kann man auf unsere ganze Saison beziehen. Es war vielleicht nicht immer Overtime und der Schwierigkeitsgrad war auch ein bisschen weiter unten. Aber es war doch schon immer knapp und jetzt haben wir, wie gesagt, einen Modus gefunden, bei dem wir von null aus einfach anfangen können. Ist egal, wie eindeutig die Saison davor war. Den Modus, den wir jetzt haben, der ist ausgeglichen und das sieht man bereits hier. Jesper Fast. Schade, das wäre es natürlich jetzt gewesen. Da kommt so ein blöder Schuss dann in Unterzahl durch. Würde ich natürlich nicht nein sagen. Aber davor die Spielzüge nicht, auch wie McDonough da gerade gerobbt wurde. Wir machen das hier aber gut, sind jetzt natürlich auch wieder echte Minuten. Meine Augen gerade woanders. Shattenkirk macht das gut, kriegt auch Hilfe. Davon Grabner. Sieht zusammen gut aus. Geht Grabner vielleicht durch für einen Tipp-In? Beim Links- und Rechtsdrücken bin ich auf Schuss gekommen. Also beim Stickhandeln. Sonst hätte ich den Pass auf Grabner genommen. Das wäre sicherlich gut gewesen. Ich habe auch gesehen, dass wir eine Overtime dann. Ich glaube sogar die erste gegen Washington irgendwie oder so. Oh, Pommelville verpasst die Chance. Dass wir die nur durch so ein komisches Eigentor, was wahrscheinlich nur einmal in der Saison passiert, gewonnen haben. Indem nämlich der eigene Verteidiger der Capitals hinter Holtby, also den Goalie der Capitals, geraten ist und davon an der Puck reingesprungen ist. Und so haben wir die eine Overtime gewonnen. Das war auch low. Da hatten wir davor zwei schöne Chancen, die gehen nicht rein und sowas schon. Und warum Shattenkirk hier vorne rumeiert, weiß ich auch nicht. Da muss ich schnell zurück. Oh! Okay. Da hat die CPU mal Glück gehabt. Die sprinten immer so blind nach vorne und da haut der den einfach mal vollkommen aufs Eis. Gibt nicht mal die Strafe. Da bin ich froh drüber. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht kurz vor Schluss. Wir haben die Unterzahl hier fast überstanden. Schön von Shattenkirk. Und über außen raus. Miller. Mit der Nähe nimmt er den mit. Na naja, komm, wir machen Zeit. Ein paar Sekunden. Spielen wir da hinten in die Ecke. Müssen wir nicht mal nachgehen. Können gleich wechseln. Jetzt sind wir wieder komplett. Ist auch gut, dass der da hinten rauskommt. Der Pass kommt durch. Brady Shea. Jetzt spielen sie gut. Aber auch Henrik Lundqvist kann sich beweisen. Kriegt nicht ganz so viel wie Lena auf die Kiste. Aber wenn die Schüsse kommen, dann sind sie bisher nicht reingegangen und auch den Rebound hat er. Und jetzt sind Playoffs, ich konzentriere mich, ich spiele den nicht raus. Den Fehler habe ich oft genug gemacht diese Saison. Es hat vielleicht nicht ganze Spiele entschieden, aber teilweise haben wir dann unnötig ein Gegentor gekriegt. Selbst wenn es nur der 3-1-Anschlusstreffer war. Oh, und auch den hat Lundqvist. So, da war aber nicht ganz so viel Verkehr vom Tor, den habe ich rausgespielt. So, no, der hatte den Trick doch schon geschafft und danach verliert er, ne? Das ist doch doof. Ja, Trick sollte ich jetzt auf jeden Fall lassen, gerade in der entscheidenden Phase des Spiels hier. Kreider! Ah, der kann es doch, das hat er in der Saison bewiesen, aber unsere Schüsse zu zentral. Das läuft ja alles zu zentral in diesem Spiel. Kevin Hayes, unsere Producer-Reihe. Ah, gewinnt das Bulli leider nicht und direkt... Na, auch direkt wieder abgefangen. Ich wollte schon sagen, direkt hier der Konter der Service, aber wir sind auch dabei. Shea schaltet sich ein. Drüben hat er Hayes mit dabei, der Tipp, der ist drin! Das erste Playoff-Tor ist gefallen! Weil Brady Shea sich brillant einschaltet, links rüber spielt, vielleicht mit etwas Glück ankommt, nicht nur vielleicht, er kommt mit Glück an. Und dann konnten wir endlich Robin Lehner das erste Mal dort überwinden. Und ich glaube, 5-Hole war's. Ja, unglücklich. Da kann er dann aber auch nicht zu, er musste schnell verschieben und da war das 5-Hole einfach offen. Buchnevich und Brady Shea kriegen die Vorarbeiten, das haben sie gut gemacht, wir haben den Puck abgefangen. Brillanter Pass von Buchnevich auf Shea, der sich mit eingeschaltet hat. Und der Pass von Shea auf Hayes, da müssen wir auch nicht drüber reden. Jetzt müssen wir natürlich hinten aufpassen. Das Spiel ist noch nicht gegessen. Der Bann ist jetzt gebrochen. Und jetzt haben die Sabres nichts mehr zu verlieren. Sie werden jetzt hier langsam aber sicher mit immer mehr ablaufender Spielzeit alles in die Waagschale werfen. Man denkt von Spiel zu Spiel. Es lohnt sich jetzt nicht hier... bei dem Spielstand die Kräfte fürs nächste Spiel zu sparen. Das kannst du beim 6-0 machen. Für mich ist auch beim 4- oder 5-0. Wobei, 4-0 machbar ist es ja. Wenn man es da nicht probiert, dann kann auch keine Wunde entstehen. Aber jetzt werden sie alles daran setzen, dieses Spiel noch zu gewinnen. Und wir natürlich, um das zu verteidigen. Brady Shea muss rausrücken. Oh, unten. Versucht das über einen ganz spitzen Winkel. Kommt auch noch damit durch. Und rein in jeden Schuss. Oh, der ist zu frei. Aber ich glaube, der eigene Spieler läuft da in den Weg. Brady Shea fängt den ab. Nash, Zuccarello klären den zusammen. Oh, da entgeht er dem Check. Sehr schön. Legt ihn ganz rüber. Simanjad verpasst leider. Aber wir haben den Puck vorne. Das ist wichtig. Nash.
Erstmal verteilen, auch das war riskant. Und jetzt müssen wir aufpassen, nicht in den Konter laufen. Rick Nash, Nachschuss vielleicht zu Guerrero. Holt sich den. Oh, wieder so ein riskanter Tipp in Versuch. Jetzt vielleicht auch. Nach Hagner. Oh. Vielleicht ein Stückchen zu riskant. Wird tief gespielt. Lundqvist, hab den bitte, wenn du da hingehst. Jawohl. Shattenkirk direkt weiter, bevor er gecheckt wird. Schön. Carey. Sivanja, der hat einen Schuss. Na, ah, leider vorbei. Letzte Minute läuft. Auf dem Weg zum ersten Playoff-Sieg. Shea verpasst. Oh, das müsste 2 Minuten geben. Gibt's nicht. Doch, gegen die. Und nochmal 2, komm. 5 gegen 3. 36 Sekunden. Wenn wir das jetzt noch hergeben, dann sind wir selber schuld. Erst wurde uns das Bein gestellt, wir bleiben beim Puck, und dann wurde Brady Shea auch noch auf die Hand geschlagen. 2 Strafen provoziert der Junge. Und das nur, weil er dann Schuss verkackt. Sam Reinhardt. JT Miller, komm. Na, wir haben leider nicht unsere erste Powerplay-Unit drauf, aber wir haben den Puck. Sind jetzt natürlich echte Sekunden. Oh, komm, von der Bande. Oh. Das ist die Entscheidung. Wir mussten gar nicht lange auf die Chance warten. Chris Kreider haut den rein. Nur noch einfache Überzahl. Aber mit dem Spielstand von 2:0 mit 21,2 Sekunden zu spielen, kann man das doch hinnehmen. Und guck mal, wen wir hier schon wieder in den Scorerlisten haben. Kevin Hayes, Chris Kreider. Die beiden, die sich in der regulären Saison den Platz des Topscorers geteilt haben, punkten beide mit einem Tor. Natürlich auch viele andere Spieler hier schon jetzt, da es von 0 angeht, wieder mit ihrem ersten Punkt. 4 Vorlagen hier, beide Tore von 2 Spielern vorgelegt. Oh, schade, Shea. Das spricht wieder für eine enorme Teamleistung, dass wir jedes Mal beide Vorlagen hatten. Da nimmt sich nicht einer den Puck und rennt los, auch wenn wir das auch können. Ja, hey, ist auch vorher, sieht man, hat er schon Chancen gehabt. Mehr als Kreider. Diese Querleger. Wir hatten schöne Pässe, schöne Spielzüge. Und da sieht man jetzt sein Tor. Da rutscht es euch. Und da freut sich der Madison Square Garden. Da freut sich natürlich auch er. Powerplay haben wir auch eine gute Quote. Waren wir nämlich erfolgreich. Bulli gewinnt nochmal. Müller, du warst doch nochmal dran. Den kannst du durchschieben da. 6,1 Sekunden noch. Ist jetzt sowieso egal. Und auch wir kriegen nochmal eine Wiederholung hier zum Schluss. Schöner Check. Oh, da fliegt sogar der Helm ab. Das habe ich gar nicht gesehen. Auch da schön gecheckt von Kevin Hayes höchstpersönlich. Also hartes Spiel. Kämpferisches Spiel, so wie wir es haben wollten. Da vorne hin. Gut gespielt. Lange Zeit leider nicht erfolgreich, aber das kam dann auch mit der Zeit. Oh, hier wird runtergezählt. 1-0-Führung in der Serie. Wir gehen mit den Rangers 1-0, wie gesagt, gegen die Sabres. In Führung auch das nächste Spiel wird noch heim sein. Und wenn das auch nur mindestens so spannend wird, dann bin ich doch zufrieden. Noch zufriedener natürlich, wenn wir es dann am Ende für uns entscheiden. Ja, und wie ich bereits gesagt hatte, Kevin Hayes, Chris Kreider, beide punkten weiter mit einem Tor. Viele andere Spieler, insgesamt 4 Spieler, kriegen einen Assist dazu. Und so simulieren wir bis zum nächsten Spiel und sind dann mal sehr gespannt, wie das läuft. Ich hoffe, ihr seid dabei. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr, jetzt jeweils die Playoffs. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.